Meine Erwerbsminderungsrente ist erschreckend niedrig. Was kann ich tun? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, haben wir wieder eine Frage von einem User von rentenbescheid24 bekommen. Und zwar teilte der uns via Mail mit, dass er eine Erwerbsminderungsrente von ca. 700 Euro seit dem 1. Januar 2020 bekommt und diese Rente doch so erschreckend niedrig ist. Er versteht das überhaupt nicht und fragt uns, was kann er denn jetzt eigentlich tun? Naja, wir haben erstmal, kümmern zu der Rentenhöhe, da wir ja den Rentenbescheid nicht in der Hand halten und keine Unterlagen von ihnen haben, relativ wenig sagen, ja, warum die so niedrig ist. Also da müsste ich an die Glaskugel schauen. Und deshalb haben wir unseren Anfrager, unserem Kunden, erstmal gesagt, selber prüfen. Und zwar prüfen, prüfen und nochmals prüfen. Denn mit wenigen Handgriffen hat man ja seine eigenen Unterlagen in der Hand und kann sich mal den Versicherungsverlauf im Rentenbescheid angucken. Der Versicherungsverlauf ist die Datensammlung, wo drin steht, ab wann Sie gearbeitet haben und wie viel Geld Sie in die Rentenkasse eingezahlt haben. Und da können Sie schon mal selber reinschauen, was Sie eigentlich für Einkünfte da oder was für Einkünfte dort gespeichert worden sind. Und wenn Sie dort merken, oh, hier stimmt irgendwas nicht oder hier sind ja ein Haufen Lücken drinne, da habe ich doch gearbeitet, ja? Dann haben Sie dort schon mal erstmal Munition in der Hand, wo Sie bei der deutschen Rentenversicherung auf jeden Fall vorsprechen können. Natürlich legen Sie auf jeden Fall, wenn Sie sagen, das geht gar nicht mit dem Rentenbescheid, Widerspruch ein. Widerspruchsfrist ab dem Tag der Zustellung einen Monat, also nicht vier Wochen, ein Monat. Ja, bitte schriftlich einlegen bei der deutschen Rentenversicherung. Wenn die Frist rennt, nehmen Sie bitte ein Faxgerät oder mit einem eingeschriebenen Brief oder Sie fahren persönlich zur deutschen Rentenversicherung, legen Sie bitte Widerspruch ein. So, natürlich sollten Sie den Rentenbescheid, wie manche oftmals sagen oder behaupten, nicht bei der deutschen Rentenversicherung prüfen lassen. Das ist doch die Stelle, die den Rentenbescheid erlassen hat. Ja, warum sollten Sie der Stelle vertrauen, die Ihren Bescheid erlassen hat? Nein, Sie gehen entweder, wenn Sie mit der Sache überhaupt nicht klarkommen, zum VDK vor Ort oder zu einem Sozialverband oder zu einem gerichtlich zugelassenen Rentenberater. Klar, der kostet Geld, aber der kann natürlich rausfinden, was hier los ist. Oder Sie suchen den kürzesten Weg und kommen zu den Rentenberatern vom Team rentenbescheid24.de. Und wir bieten Ihnen eine Rentenbescheidsprüfung oder eine Rentenberechnung an. Und wenn Sie da nicht klarkommen und nicht wissen, was für Sie das günstigste oder das beste ist, dann schicken Sie uns einfach eine Mail und wir antworten Ihnen und helfen Ihnen dann bei der Wahl Ihres Paketes, was Sie bei uns buchen können. Näheres zum Thema Erwerbsminderungsrente und Höhe der Erwerbsminderung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.